Hallo zusammen, hier ist wieder Tela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Heute geht es um ein Toy, was wir hier im Schlund uns erspielen können. Und zwar befinden wir uns hier oben auf den Koordinaten 1650 und dort gibt es einen Rare Mob. Und dieser Rare Mob schimpft sich Morguliax. Der ist ja schon ein bisschen stärker, der hat etwa so 700, 750k Life. Heißt, wenn man so 2, 3 Leute hat, kann man ihn eigentlich relativ bequem töten. Und dieser Rare Mob hat eine Chance, uns ein Toy zu droppen. Ich hatte gerade das Glück, es rauszuziehen. Und dieses Toy schimpft sich uralte Elementium-Münze. Und der Effekt scheint ganz nett zu sein. Wirft eine Münze auf ein Ziel. Es ist so gut wie tot. Ich vermute, da es ein Toy ist, wird es keinen Gegner töten. Wir werden es jetzt aber trotzdem mal ausprobieren an irgendeinem so Gammelfiech und mal gucken, was passiert. Ich schätze mal, es ist nur irgendein Effekt, das auf den Gegner ja, gewirkt wird. Ich würde sagen, wir lernen es einmal. Und dann gucken wir es uns an. Hier, uralte Eletium-Münze, dass sie es noch rausbringt, ziehen sie uns hier auch mal in die Leiste. So, wir greifen dich mal an hier. Anscheinend muss man relativ nah ran. Eingesetzt haben wir es. Passieren tut jetzt nicht relativ viel. Hier ist ein anderer Spieler, der mit draufhaut. Hat die Münze den anderen Spieler beschworen. Also irgendwie ist einfach gar nichts passiert. Ich schau mal, ob im Chat irgendwas kommt. Nö, anscheinend macht es einfach gar nichts. Also es hat eine Minute Abklingzeit. Es sagt, dass der Gegner so gut wie tot ist. Geholfen hat es jetzt nicht viel. Wir können es jetzt einfach gleich nochmal ausprobieren. Jetzt hat mir der andere Spieler den Mob hier zu schnell umgenatzt. Jetzt konnte man nicht genau sehen, was es macht. Also wirft eine Münze auf euer Ziel. Es ist so gut wie tot. Mehr steht hier nicht dran. Eine Minute Abklingzeit. So, holen wir uns mal noch einen Mob. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal den Caster hier. Werfen wir auf den mal die Münze, ob wir irgendwelchen Debuffs sehen. Also, wir hören ein Geräusch, ne, dass die Münze geworfen wird, aber es passiert eigentlich nichts. Schade. Okay, ich hatte wenigstens gedacht, dass man irgendeinen coolen Effekt auf dem Gegner hat oder so, der dann irgendeinen Debuff gibt. Also, dass ein Toll Schaden macht, hätte ich jetzt eh nicht mitgerechnet, ne? Dass wir da irgendwas Tolles bekommen. In dem Fall ist ein bisschen schade, ist eine nette Geschichte, dass wir da ein Toll bekommen. Und ja, das war's mit dem kleinen Video. Falls einer noch mehr weiß über das Ding, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.